Hallo, liebe Freunde, Mitradler und Reisebegleiter. Ich bin unterwegs wieder, auf dem Weg zur Schlangenbuche. Zurzeit befinde ich mich zwischen Herolz und Volmerz und werde weiterfahren nach Sannerz. In Sannerz links hoch im Wald bis zur Wedelstraße, vorbei an den Windrädern, über die alte Weinstraße bis hin zur Schlangenbuche. Von der Schlangenbuche aus fahre ich über die Schulwaldhütte hinunter auf die Landstraße, dort weiter nach Sterbritz und wieder zurück nach Schlüchtern. Auf der eingeblendeten Karte zeige ich euch den vorgesehenen Routenverlauf und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachfahren. Die alte Tongrube der Sannerzer Ziegelei ist jetzt ein Angelweiher. Und auf dem Gelände der alten Ziegelei wird jetzt Brennholz gewonnen. Hier geht es hinauf und durch die Bahnunterführung. Bei diesem Abzweig oben auf der Kuppe geht es scharf rechts ab in den Wald hinein. Und danach gleich wieder scharf nach links. Immer weiter geht es durch den Wald. Ich kann nur hoffen, dass vom letzten Sturm keine Bäume umgefallen sind, die mir jetzt im Wege liegen. Hier führt die Wedelstraße rechts hinauf. So, liebe Leute, es war Sonnenschein vorausgesagt, aber es ist neblig und fängt auch ganz leicht an zu regnen. Deswegen ziehe ich lieber meine Regenjacke drüber. So bin ich gefeit gegen Wind und Regen. Ich bin jetzt auf der Wedelstraße. Und es ist nicht mehr weit bis zur Kreuzung des Dreiburgenweges. Dort werde ich noch mal ein paar Aufnahmen machen. Vor diesem steilen Berg muss ich kapitulieren. Ich steige ab und schiebe 100 Meter, denn das ist kaum zu schaffen. Und hier
hier kreuzen wir den Dreiburgenweg. Im Nebel taucht das erste Windrad auf. 200 Meter hoch, die Flügel sind leider nicht mehr zu sehen. Und hier treffen wir auf die Weinstraße, biegen links ab und kommen auf eine Kreuzung, bei der wir gleich wieder rechts in den Wald hineinfahren. Dieser Weg führt uns unterhalb des Basaltsteinbruchs Schlinges zur Schlangenbuche. Von unten sieht man die Schotterberge des Basaltsteinbruchs. Unser Weg aber führt immer unterhalb entlang. Ein Sturmschaden, der zum Glück nicht auf dem Weg landete. So, liebe Leute, hier an dieser Stelle hat im Jahre 1714 der Waldläufer Melchior Linz eine Riesenschlange erschossen. Nach dem Schuss rannte er nach Hause, bekam Fieber, legte sich ins Bett und starb. Die Schlange wurde 3 Tage später erst gefunden. Die genaue Geschichte könnt ihr nachlesen im Internet bei Wikipedia. Oder ihr kommt mit dem Rad oder zu Fuß hierher und könnt sie hier nachlesen. Aufgeschrieben hat sie der Lehrer Helmut Friedrich aus Weigersbach, der zufällig auch mein Vater war. So, viel Spaß bei der Anreise und beim Lesen der Geschichte. Die Schlangenbuche selbst, die alte Buche, liegt hier nebenan und ist in Fragmente zerfallen. Man hat eine neue Buche gepflanzt, die hier im Hintergrund steht. Ich hoffe, das Andenken an den alten Waldläufer wird noch lange aufrechterhalten. Wir fahren jetzt weiter auf dem Weg hier nach rechts und besuchen die Grillhütte der Grundschule Weigersbach. Und schon nach etwa 500 Metern taucht sie auf. Die Grillhütte am Schulwald in Weigersbach. Noch heute wird die Anlage gehegt und gepflegt von den Gemeindemitgliedern von Weichersbach. Vorbei an der Stephanskuppe fahre ich Richtung Sterbfritz. Auch im Winter haben Birken ihren Reiz. Wir sind auf dem Weg nach Sannerz. Ja, liebe Radlerfreunde, wie ihr seht, sind wir wieder zurück in Schlüchtern. 31 Kilometer, davon ein Großteil bergan durch den Wald, haben wir zurückgelegt. Eine Tour, bei der wir heute leider wegen starkem Nebel die schöne Aussicht nicht genießen konnten. Ich wünsche euch beim Nachfahren sonniges, trockenes Wetter und auch sonst weiterhin schöne Radtouren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.